Manche Menschen behaupten, dass sie weder essen noch trinken müssen. Ihre Zellen bräuchten demnach nichts außer Licht bzw. Prana-Energie. Der Yogi Prahlad Jani aus Indien soll angeblich über 70 Jahre nichts gegessen und getrunken haben. Auch in Deutschland leben viele Menschen nach diesem Lichtnahrungsprinzip. Geht so etwas? Was genau an der Sache dran ist, sehen wir uns in diesem Video genauer an. Viel Spaß! Drei bis vier Tage ohne Wasser und etwa ein Monat ohne Nahrung, bis man tot ist. Das lernt jedes Kind spätestens in der Schule. Doch nun behaupten manche Menschen genau das Gegenteil. Angeblich kann jeder Mensch auch ohne Nahrung und Wasser auskommen. In jedem Menschen soll die natürliche Fähigkeit stecken, sich von Licht ernähren zu können. Nicht etwa von Sonnenlicht, sondern von dem Prana, der Lebensenergie, die im feinstofflichen Raum zur Verfügung steht. Ich hörte bereits vor vielen Jahren davon, aber jetzt scheint das Thema wieder aufzukommen. Denn Ende 2017 ist wieder ein Deutscher gestorben, der sich nur noch von Licht ernährte und schließlich verhungerte. Seine Angehörigen werden diesen tragischen Verlust vermutlich niemals verstehen können. Du siehst also, das Thema heute ist wahrlich schwierig, denn wir reden heute über eine Methode, die in der esoterischen Szene praktiziert wird, bei der es bei den Anhängern um Leben oder Tod geht. In diesem Video werde ich dir den Lichtnahrungsprozess etwas genauer erklären, dann stelle ich dir vor, was die Wissenschaft dazu sagt. Am Ende werde ich dann noch meine persönliche Meinung dazu äußern. Die Zeitmarken zu dieser Agenda findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum ersten Punkt, und zwar: Was ist die Lichtnahrung und wie funktioniert sie? Wie ich bereits erwähnt habe, soll jeder Mensch von uns die Fähigkeit besitzen, nur von Lichtenergie zu leben. Jeder von uns tut dies, sogar jetzt in diesem Moment. Wir alle leben von Lichtenergie, nur ist uns nicht bewusst, dass wir mehr davon aufnehmen können und unsere feste Nahrung dadurch ersetzen können. Soweit die Theorie. Zwar wurde bereits in vielen Erzählungen, die ins 15. Jahrhundert zurückreichen, davon berichtet, dass bestimmte Menschen angeblich keine oder nur sehr wenig Nahrung zu sich nehmen, doch so wirklich populär wurde das Thema durch die Australierin Ellen Grieve. Über sie werden wir im Laufe des Videos noch öfter sprechen. Ihr soll angeblich ein Lichtnahrungsprozess gechannelt worden sein, durch den der Körper quasi lernen kann, sich von fester Mahlzeit auf Lichtnahrung umgewöhnen zu können. Dieser Prozess dauert insgesamt 21 Tage. Dabei soll man die ersten 7 Tage weder essen noch trinken. Anschließend darf man wieder normal trinken, nur das Essen soll die restlichen Tage ausbleiben. An dieser Stelle kurz ein Hinweis: Das ist höchst gefährlich. Jeder weiß, dass man nach 3 bis 4 Tagen ohne Wasser sterben kann. Aber wie dem auch sei, wer diesen Prozess durchsteht, dessen Körper soll sich angeblich umgestellt haben. Der Körper solle seine Nahrung nun nicht mehr aus Materie, sondern aus dem Prana beziehen, aus einer Energie, die man so mit gängigen Mitteln nicht messen kann. Laut der Theorie ist es so, dass Licht schon immer die grundlegende Energieform sei, die wir zu uns nehmen. Wenn wir die Nahrungskette ansehen, dann kann zurückverfolgt werden, dass wir am Ende der Kette immer auf Pflanzen kommen. Auch die Tiere, die wir essen, oder das Obst und Gemüse, ist nur eine Art Speicher, in der sich die Lichtenergie in umgewandelter Form befindet, die unser Organismus dann quasi verwerten kann. Die Pflanze selbst lebt von Licht. Sie wandelt diese Energie um. Und wir Menschen sollen angeblich auch diese Fähigkeit besitzen. Die Theorie dahinter ist allerdings weitgehend ungeklärt. Die Anhänger wollen die Theorie dahinter oft auch gar nicht wirklich verstehen, sondern sind zufrieden mit der Annahme, dass man nicht immer alles nachvollziehen kann. Hauptsache, es funktioniert. Viele Anhänger geben aber zu, dass sie manchmal etwas essen, oft aus gesellschaftlichen Gründen oder zum reinen Genuss. Sie fühlen sich aber nicht mehr abhängig von der Nahrung. Nun wirst du vermutlich gerade den Kopf schütteln und sagen, das ist doch Spinnerei. Was die Wissenschaft sagt, liegt doch klar auf der Hand. Ein dauerhafter Verzicht auf feste und flüssige Nahrung führt aufgrund biologischer Gegebenheiten zwangsläufig zum Tod.
Allein die ersten 7 Tage des Lichtnahrungsprozesses sind absolut lebensgefährlich und können mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod führen. Es gibt auch schon Fälle, bei denen Menschen genau bei einem solchen Lichtnahrungsprozess ums Leben gekommen sind. Das ist eine ernste Tatsache. 7 Tage ohne Essen und Trinken ist wirklich heftig. Bereits nach wenigen Tagen ohne Wasser beginnt der Körper zu dehydrieren. Die Organe beginnen der Reihe nach zu versagen. Das wird ein schmerzhafter und qualvoller Tod. Und das Gleiche gilt auch fürs Essen. Die Wissenschaft findet für dieses Phänomen einfach keine Erklärung. Es sei schlichtweg unmöglich. Aber um der Tatsache genauer auf den Grund zu gehen, kam es vereinzelt auch zu wissenschaftlichen Untersuchungen. Auch die zuvor genannte Australierin Ellen Grieve stellte sich der Wissenschaft zur Verfügung. Dabei wurde sie für ein paar Tage unter Beobachtung gestellt. Während dieser Tage kam es bei ihr aber zu einer starken Dehydrierung und einem Gewichtsverlust. Das Experiment musste daher abgebrochen werden. Einige andere solcher Tests konnten diese These der Lichtnahrung ebenfalls nicht bestätigen. Einzig und allein der Test von Yogi Prahlad Jani, der angeblich über 70 Jahre weder gegessen noch getrunken hat, besagt etwas anderes. Kritiker berufen sich allerdings auf die Unwissenschaftlichkeit der Untersuchung, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Yogi heimlich doch etwas trank. Links zu Artikeln von diesen Untersuchungen werde ich hier unterhalb des Videos in die Videobeschreibung packen. Da kannst du dir alles nochmal genauer durchlesen und dir ein eigenes Bild davon machen. Denn ja, diese Untersuchungen sind wirklich sehr fragwürdig an manchen Stellen, aber es sind wirklich auch ziemlich krasse Sachen dabei, die die Wissenschaft auch so gar nicht erklären kann. Die Wissenschaft ist eher zur Erklärung gekommen, dass Lichtköstler unterschätzen, wie viel Nahrung sie doch so zu sich nehmen, wenn sie mal aus gesellschaftlichen oder Genussgründen mal was zu sich nehmen. Sie könnten eine verzerrte Wahrnehmung entwickelt haben, die sie lediglich glauben lässt, dass sie von Licht leben und sich selbst verleugnen, dass sie wohl etwas mehr gegessen haben, als sie glauben. Denn wenn man die meisten Lichtköstler genauer befragt, geben sie auch zu, dass sie ab und zu ganz selten vielleicht mal etwas essen. Okay, so viel zur wissenschaftlichen Sicht. Kommen wir nun zu meiner persönlichen Meinung. Vorab: Ich möchte keinem unterstellen, ein Lügner oder Schwindler zu sein. Dennoch halte ich die Lichtnahrung für extrem gefährlich und glaube nicht daran, dass das geht. Deshalb bitte ich dich darum, probiere sowas bitte niemals aus. Spiele nicht mit deiner Gesundheit oder sogar mit deinem Leben, nur weil ein angeblicher Guru behauptet, dass er dies kann. Wir Menschen leben hier in einer materialistischen Welt. Unser Geist mag feinstofflich sein und von der Prana-Energie genährt werden. Das sehe ich auch so. Aber unsere körperliche, physische Komponente benötigt Prana-Energie in materieller Form. Das beweisen uns alle Lebewesen, die auf der Erde leben. Alle Tiere, selbst die allerkleinsten Mikroben, benötigen Nahrung und Wasser. Natürlich ist auch Licht wichtig. In der Chakra-Lehre, finde ich, wird es deutlich. Dort wird die physische Ebene als Wurzelchakra beschrieben. Wenn dieses Chakra nicht mehr mit Energie versorgt wird, reißt die Verbindung zur physischen Welt. Um dieses Chakra im Fluss zu halten, müssen wir unsere körperlichen Grundbedürfnisse stillen. Diese sind Atmen, Trinken, Essen, Bewegung und Entspannung. Und selbst wenn man sich die Pflanze etwas genauer ansieht, auch sie lebt nicht nur von Sonnenlicht. Auch sie braucht Wasser. Auch sie braucht Erde mit genügend Nährstoffen. Nochmal, es gibt nichts in der physischen Welt, das nur von Licht lebt. Wenn man sich von Lichtnahrung oder Prana ernähren will, dann führt meiner Meinung nach kein Weg daran vorbei, den physischen Körper hinter sich zu lassen. Außerdem bin ich der Meinung, dass Essen ein Genuss ist und uns mit der Welt verbindet. Es ist ein notwendiges Mittel, um den Energiefluss auf der physischen Welt aufrechtzuerhalten. Das sorgt dafür, dass sich Pflanzen besser vermehren können. Die Samen in gefressenen Früchten können durch Tiere an andere Orte gebracht werden. Wenn Bienen den Nektar von Blüten schlürfen, bestäuben sie andere Pflanzen dabei. Das Gesetz von Fressen oder Gefressen werden ist ein überaus wichtiger Motor der physischen Welt, um die Evolution voranzutreiben. Das ist das Ökosystem der Natur.
Das sind wichtige Faktoren, die das physische Leben hier überhaupt erst möglich machen. Und nun auch der Appell an alle. Meiner Meinung nach hat das nichts mehr mit Bewusstseinsentfaltung oder geistiger Entwicklung zu tun. Wenn Techniken verbreitet werden, bei der man sich einer gesundheitlichen Gefahr aussetzt und mit dem Tod spielt, dann ist das höchst gefährlich und meiner Meinung nach sogar schon kriminell. Auch die besagte Australierin hat sich einen Haufen Geld damit verdient. Warum wohl wollte sie niemals die Hungersnöte in Afrika beenden, obwohl es doch dort so viel mehr Sonne gibt als hier? Es gibt so viel Hungerleid auf der Erde und das wäre doch die perfekte Lösung dafür. Vergesst nicht, dass sie auch selbst oft genug beim heimlichen Essen erwischt worden ist. Vergesst niemals, dass aufgrund dieser Behauptungen viele Menschen bereits ums Leben gekommen sind und die Wissenschaft sogar widerlegen konnte, dass das nicht möglich ist. Bitte glaubt nicht alles, was nach Heiligkeit klingt und lasst eure Gutmütigkeit auch nicht ausnutzen. Es ist nichts verkehrt daran, skeptisch zu sein und die Hypothesen anderer genauer zu überprüfen. Wer in der physischen Welt leben möchte, muss auch nach den Gesetzen der physischen Welt leben. Diese Gesetze kann man nicht einfach überlisten. Man kann nur lernen, mit ihnen zu leben. Klar haben wir noch nicht alles über die physische Welt gelernt und es ist wahrscheinlich noch so vieles möglich, was wir noch nicht mal entdeckt haben. Auf geistiger Ebene ist alles möglich, aber ich bin der Meinung, dass es auf physischer Ebene nicht so ist. Diese hat nämlich so ihre Grenzen. Das ist soweit meine Meinung. Falls du selbst an Lichtnahrung glaubst, dann nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich das nicht tue. Sobald ich sowas mit eigenen Augen sehe oder es wissenschaftliche Beweise gibt, bin ich bereit, meine Meinung zu ändern. Gerne mache ich dann auch ein neues Video dazu. Nun kennst du die verschiedenen Sichtweisen. Jetzt interessiert mich brennend, was du darüber denkst. Hier oben im i habe ich auch eine kleine Abstimmung gestartet. Klicke da drauf und teile uns ganz anonym mit, wie du dazu stehst. Im Anschluss siehst du auch die gesamte Auswertung der Umfrage. Ich bin jetzt schon gespannt, was dabei herauskommt. Und dann würde es mich auch sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Wie denkst du so über dieses Thema Lichtnahrung? Kennst du Menschen, die das bereits ausprobiert haben? Hast du es vielleicht schon mal selbst erlebt? Lass uns gemeinsam darüber diskutieren. Meine Meinung kennst du ja bereits. Sag mir doch auch gerne, was du davon hältst. Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass ich mich dazu entschieden habe, dieses Video zu drehen, da ich die Reportage von Steuerung F über Finn Bogumil gesehen habe, der genau wegen diesem Lichtnahrungsprozess gestorben ist. Obwohl ich seine trauernden Angehörigen nicht kenne, möchte ich hier mein tiefstes Mitgefühl äußern. Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Beitrag klar machen konnte, dass esoterische Konzepte auch zu weit gehen können. Wir sind nicht hier auf der Welt, um heilig zu werden, um besondere Wunderfähigkeiten zu erlangen, um ein übermenschliches, göttliches Wesen oder sowas ähnliches zu werden. Das ist nicht das, was wahre Spiritualität versucht zu vermitteln. Ich finde es dann wahrlich schade, dass Spiritualität dann mit solchen Vorfällen in Verbindung gebracht wird. Dass wertvolle geistige Techniken wie Meditation, luzides Träumen oder Astralreisen in der Gesellschaft dann eher auf Abneigung stoßen. Das finde ich total schade. Ich finde, dieses abschließende Zitat bringt es voll auf den Punkt. Wir sind nicht Menschen, die hier sind, um spirituelle Erfahrungen zu machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die hier sind, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Deshalb lebe dein Leben in vollen Zügen im Hier und Jetzt. So wie Buddha sagte, im Weg der goldenen Mitte zwischen Luxus und Askese. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, in dem wir unser Bewusstsein mit echten Methoden entfalten und so unserem wirklichen Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!